Und damit willkommen zurück zu Little Hope. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Es ist ein Museum oder sowas. Ist sie da drin? Ruhig. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch, wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Bei Türen bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich will halt nicht weitergehen. Ich will erst mal alles angucken, ne? Unheimlich. Die machen mir echt Angst. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Hey! Schau mal hier! Schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Ist das Ding echt über 300 Jahre alt? Alles hier ist falsch oder erfunden. Vielleicht auch das. Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor... Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Was, wenn die Kleine jetzt richtig sauer auf uns wird, weil wir ihr Spielzeug verbrannt haben? Du hast wohl recht. Sonst gab's hier nichts, also weiter. Da geht's nach draußen. Wo
ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Der Akku ist fast leer. Hab doch eh keinen Empfang. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Ist vermutlich nur Angela, oder? Weil die kraucht ja da noch in der Kanalisation rum. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da? Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war's in einem früheren Leben. Warum geht denn das jetzt nicht? Ah. Hey, Taylor, schau mal da. Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen, hab die Wette nie angenommen. Hm. Na gut. Locker. Das kriege ich doch aufgehebelt. Wir können drüber streiten, wer wem den Vortritt lässt. Wir wissen beide, wie das endet. Gut. Geht klar. Ruhig Blut, du Held. Lass die Gruselpuppe leben. Lustig. Komm schon mir nach. Komm, hier lang. Das ist die Tür von eben, wo ich reingehen wollte, aber da war zu. Jetzt ist es auf einmal offen. Makes sense, ne? Was ist? Ich hab... Da war grad etwas. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Ne.
Ah, das habe ich vorhin nicht. Damit habe ich vorhin nicht interagiert. Bist du's? Taylor? Taylor? Beten unter unseren Gott, dem Allmächtigen, auf das, was wir vergeben mögen. Taylor! Alles okay? Was ist los? Komm schon! Ob man so eine Tür aufkriegt. Da musst du, wenn dann eine Türklinke doch. Keine Ahnung. Was war das? Die Stimmen. Ich hab mich selbst gesehen. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber sie war ich. Ja, das kommt davon, wenn du hier einen auf Alleingang Fick machst. Fick dich, Daniel! Und du willst mein Freund sein? Was für eine Scheiße! Diese Frau, die so aussah wie ich, sie wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Scheiße. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Da, ein Messer. Wenn das mal ein Messer war, dann ist es verdammt lange her. Nehmen wir es mit? Da, nimm du es. Warum? Selbstverteidigung, was denn sonst? Nimm du es. Nur zur Sicherheit. Ich glaube, ich hätte es nicht mitnehmen sollen, oder? Hoffen wir's. Ja, ich glaube nicht, dass es hier neue Collectibles gibt, also können wir eigentlich durchrollen. Komm schon, da geht's lang. Nicht wundern, alle Entscheidungen, die ich bisher treffe, auch seien die Entscheidungen noch so beschissen, muss ich tun. Zumindest versuche ich etwas. Aber warte jetzt einfach ab, ich erkläre das dann irgendwann. Was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter, unerbittlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. Noch ein Instrument des Todes für die Sammlung der Gruppe. Gut gemacht. Ich kann Ihnen helfen mit einem kleinen Tipp. Nun dann, wie sage ich es? Diesmal nehme ich den Tipp gerne. Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind.
Wir sehen uns später. Sind wieder auf der Straße. Glück gehabt. Die anderen können nicht mehr weit sein. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich passe auf dich auf. Ich glaube, in diesem Spiel ist es wirklich clever, diesen leichten Modus zu nehmen, den wir am Anfang ausgewählt haben. Habe ich zumindest so die Vermutung. Ich werde, wie gesagt, am Ende, klickt am Ende nicht weg. Nach den Credits reden wir nochmal intensiv. Wo kommt das her? Komm mal her! Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, siehst du? Hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut, sieh doch mal! Diese Sterne da, die hab ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die hier? Sieht sicher nur so aus. Nur ein Zufall. Manchmal bist du echt so ein Vollidiot. Das ist kein Zufall. Das ist diese gottverdammte Stadt. Hey, schau mich an. Komm schon. Wir stehen das durch, okay? Zusammen. Nicht mein Werk. So helft mir doch. Ich bitte euch. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Wie gesagt, ich kenne das Spiel schon, aber jetzt habe ich mich echt erschrocken. Schweig jetzt, Weib. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Hört mich an. Ich tat nichts Unrechtes. Diese Puppe, sie ist doch nur ein Kinderspielzeug. Nichts weiter. Ehrenwort. Du stimmst mich nicht um. Wir müssen uns von deinem Übel reinigen. Um uns alle und auch dich vom Bösen. Musst du brennen? Bitte, Gnade! So haltet ein! Nein, bitte nicht! Nein, bitte! Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen.
Diese Frau von eben, das war ich. Das heißt, ich bin dein Esther. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Danke. Schön, dass du hier bist. Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, hast wohl recht. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt! Hey! Verpiss dich gefälligst! Ah, verdammt nochmal! Ach du Scheiße, was ist das? Los! Schnell! Das war ja ein ganz nettes Quicktime-Event, aber ich habe nicht gesehen, dass ich Viereck drücken musste. Das war einfach so verdeckt. Hat man ja sicherlich gesehen. Das? Ist das Taylor? Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Mist! Wir brauchen eine Barrikade. Hey! Warum ist dieser alte Kerl immer noch da draußen?
Der Alte ist nicht mehr ganz dicht. Das kann er draußen gern sein. Ich weiß, dass du da bist. Gottverdammt! Warum hast du bloß auf ihn gezielt? Jetzt lockt er dieses Biest direkt zu uns. Er kapiert nicht, in welcher Gefahr wir sind. Was zur Hölle ist da drin los? Du musst von hier verschwinden. Geh, bevor es zu spät ist. Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein. Tut mir leid, aber ich kann die Tür nicht aufmachen. Ihr könnt nicht alles aussperren. Das könnt ihr mir glauben. Ich mein's ernst. Du solltest gehen. Rette wenigstens dich selbst. Verdammt, da ist es! Lauf, du alter Dummkopf! Das Biest ist da draußen! Du musst weg hier! Und zwar schnell! Verdammt, aufwachen! Begreif doch, was hier passiert! War nicht sehr schlau, mir das mit der Waffe zu verschweigen, ha? Huh? Sorry, Professor. Ich hätt's dir sagen sollen. Ab jetzt vertraust du mir bitte ein bisschen mehr, okay? Professor? Andrew! Scheiße. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Sie war da. Schien aber mein Pendant verteidigen zu wollen. Sind wir ja sicher? Gibt es andere Eingänge? Hab nicht nachgesehen, tut mir leid. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmeren bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Kleine? Bist du da? Diese Worte schmerzen mich, doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Wer soll mein Hüter sein, wenn du fort bist? Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft!
Er war genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tja, der Club namens Ich habe mich selbst sterben sehen hat ein neues Mitglied. Willkommen an Bord, Daniel. Ernsthaft? Das ist kaltschnäuzig von dir. Hab dich doch nicht so. Wir werden hier noch alle verrückt. Ist doch nicht so schlimm. Das Muster ist klar. Angela wird nach der Hinrichtung ihres Pendants getötet. Und jetzt hätte es Taylor gerade fast erwischt. Zuerst stirbt dein Pendant. Und dann du. Wie ungemein tröstlich. Vielen Dank auch. Ist es nicht besser zu wissen, was passiert? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Es will uns in die Enge treiben! Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster Ach nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Vielleicht stimmt's. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Das sind mehrere. Merkt jetzt langsam, das Spiel ist einfach um Welten besser als das erste und auch um Welten besser als das dritte. Wo bist du?
schon! Sag doch was! Was jetzt? Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Der Nebel umgibt uns. Wir kommen nicht durch. Wir müssen doch was tun. Wir müssen rausfinden, wo der Nebel herkommt. Ich glaube, Mary ist der Schlüssel zu einem Weg hier raus. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Was bleibt uns sonst? Das schulden wir uns. Und den anderen. Mary ist der Schlüssel. Ganz sicher. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Nicht schießen. Du verrätst uns noch, jetzt steck die Waffe weg. Es ist schon direkt über uns. Ziel mit dem elenden Ding auf jeden anders, ja? Angela! Mein Gott. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich dachte, du wärst fort. Wir dachten, naja. Wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot.
aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Also die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja. War Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Kommst du ohne deine Brille klar? Und ob ich das tue? Hier gibt's so viel, was ich nicht sehen will. Die Brille ist weg, aber dein Humor ist noch da. Gut. Hörst du das? Hab's gehört. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Ich helfe dir runter. Professor? Angela, hallo? Oh, jetzt haben wir aber einen Zeitsprung gemacht. Von 2 Uhr auf 4 Uhr. Vielleicht sind wir in 2 Parts schon durch, würde ich sagen. Hey! Wo seid ihr, verdammt? Zurück, wenn das jetzt dazu führt, dass der stirbt, weil woher soll ich denn das wissen? Ach, Schwein gehabt. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Weil woher soll ich das wissen? Ich habe nicht mehr so viel Erinnerung an das Game. Das ist ja jetzt schon 2 Jahre her. Wir müssen weiter. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen. Dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen, Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. 3 Hinrichtungen, 3 gequälte Wesen. Und bisher sind alle Studenten der Verdammnis entgangen, dem ewigen Leiden. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet, versteckt im Nebel, echt gemein ist, was da kommt.
Ich denke mal, der Kurator ist ja immer so ein Kapitelende. Der sagt dann nochmal, hey, du bist jetzt gut dran, du hast alle am Leben gelassen oder es auch nicht. Und deswegen würde ich auch sagen, nutzen wir jetzt diesen Moment, um uns zu verabschieden. Im nächsten Part geht es dann weiter. Und ja, dann sind wir auch schon langsam Richtung Ziel. Sollte das Video knapp über eine Stunde werden, dann werde ich das manuell zusammenschneiden. Dann ist die Qualität zwar ein bisschen geringer, weil das Schnittprogramm, da geht immer noch ein bisschen was flöten. Egal wie gut du das machst. Aber ich werde dann nicht irgendwie gucken, dass das 18 Minuten wieder ist oder so, der letzte Part. Dann schneide ich das nochmal zusammen. Aber ich weiß nicht, wie lange das geht. Ach, ihr werdet sehen, wie ich das mache. Vielleicht machen wir auch 18 Minuten Gameplay und dann ein intensives Gespräch zu dem Game, was mich gestört hat und was nicht. Okay, bis dann und ciao.